Bei British Airways fliegen bald alle A380er. Wir haben einen Deal-Zone-Deal für euch und zwar von TAP. Und zwar geht es natürlich von Portugal aus nach Nordamerika in der Business Class. Preislich liegen wir bei knapp 1000 irgendwas Euro, 1100, ein paar kaputte, wenn ich es richtig im Kopf habe. Die LOT hat in New York im Terminal 1 eine neue Lounge über zwei Etagen aufgemacht. Wir haben dann leider gestern Einschränkungen gehabt bei dem Service von Lufthansa in München, weil der Swissport-Losch-Dienstbetreiber seinen Dienst quittiert hat für 5 Stunden. Dann haben wir noch ein Update im Prinzip zum 787 Dreamliner-Thema. Da gibt es positive Nachrichten. Das erste Flugzeug ist auch schon ausgeliefert worden. Ich gebe euch einen Überblick, an wen das passiert ist und wer überhaupt noch 787er bekommt. Ganz genau. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. An dieser Stelle wie immer der Reminder, Stammtisch, ja genau, ihr wundert euch. Nein, wir haben Stammtisch morgen in München, am 12., am 13., 8. in Frankfurt, kommen viele, viele Leute und am 14. in Berlin. Kommt einfach, seid dabei, da können wir über Themen diskutieren. Auch über das Thema gestern, Passagierrechte, viel Resonanz bekommen, gestern Abend noch Talks mitgehabt mit Betroffenen und wenn ihr eure Geschichte loswerden wollt oder uns erzählen wollt, wo der Schuh drückt zu dem Thema, kommt zum Stammtisch. Wir haben auch da dann das als Möglichkeit auszudiskutieren. Vielleicht kommt auch eine Sendung vor, ganz wichtig. Oder vielleicht können wir euch auch einfach nur helfen, indem wir euch Tipps geben, was wir in so einer Situation machen würden. Weiter geht es natürlich mit dem Abonnierbefehl. Abonniert den Kanal, macht die Glocke an, lasst ein Like da. Und ganz, ganz wichtig, kommentiert, ja, Glocke, ja, hab alles gesagt. Also, erstes Thema. Der erste Thema ist 380er, das muss ich einfach anschneiden. Und zwar das Flugzeug, was ja so viele Emotionen auslöst, ist der A380er. Und da viele Fluggesellschaften die Lieferslots ihrer Flieger nach hinten verschieben mussten, Ersatzteile und so weiter, Thematiken, die es natürlich gibt, wird alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist, wieder reaktiviert. Und so ist es bei British Airways. British Airways ist einer der ersten gewesen, dass man den 380er wieder reaktiviert. Und der 380er ist wie so ein Stehaufmännchen totgesagt und kommt wieder. Lufthansa hat ja auch gesagt, er kommt nie wieder. Carsten Spohr hat ja auch immer gesagt, er kommt nie wieder. Mal weniger intensiv, mal mehr intensiv, aber er kommt. So. Und natürlich, weil die 777X da ein Verspätungsdilemma hat, 2025 soll sie ja erst kommen, setzen viele Fluggesellschaften wieder auf den Flieger. Lufthansa sind sogar 4 bis 5, nur um es mal gesagt zu haben. Und selbst Qatar Airways, der den Super Jumbo, so, wie sollen wir denn die Worte von Al-Barker deuten? Hat er es irgendwie bereut, dass er ihn gekauft hat? Zumindest sagt er es so. Und ich erinnere mich aber an Bilder. Und als das Flugzeug kam, da war kein Superlativ genug. Hier ist es insofern so, dass man jetzt den A350 als Grund angibt. Aber jeder hat ja einen Grund und der Flieger fliegt. Aber British Airways war einer, der an dieses Flugzeug geglaubt hat und hat damit auch den Wartungsvertrag um 5 weitere Jahre verlängert. Man sieht jetzt natürlich ganz klar, wie der Flieger den Dienst antritt und natürlich dafür Entlastung sorgt. Die letzte Maschine, die Golf X-Ray Lima Echo Hotel, ist in Manila und hat da seinen letzten Passagierflug im März 2020 absolviert von Hongkong nach London. Und dann wurde er von der Lufthansa Technik in Manila gewartet, als man sich dann zu einem, ja, ist das ein Dornröschenschlaf, so wie eine Zeitung geschrieben hat, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist der Flieger nach Madrid und hat sich da dann hingelegt zum Schlafen für längere Zeit. Jetzt ist der Flieger wieder in Manila, um auf den Liniendienst vorbereitet zu werden. Und letzte Woche hat sie sich auf den Weg gemacht. 14 Stunden lang später ist sie auf den Philippinen gelandet. Einer, der sagt, 380er will ich wirklich nicht wieder haben, ist die Air France. Und Air France ist einfach da, ja,
Die sagen, das Kapitel ist einfach zu und man möchte es einfach nicht, weil man hat es ja auch vor der Pandemie beschlossen. Ach, hatte ich euch schon gesagt, welche Ziele mit den A380er angeflogen werden sollen. Natürlich stark nachgefragte Ziele, dumme Frage. Aber das wäre Boston, Miami, San Francisco, Washington, Vancouver, Dubai, Dallas, Fort Worth und Johannesburg. Daran seht ihr einfach, wo die Passagierströme von London hingehen. Natürlich ist die Strecke London Heathrow eine Strecke, die von London aus immer, also London ist immer eine gute Hub, um solche Strecken zu fliegen, so, das wollte ich sagen. Und Nordamerika sind halt die Rennstrecken. London Heathrow hat ja auch Kapazitätsprobleme, arbeitet ja auch mit dem Slots und auch mit der Limitierung auf 100.000 Passagiere am Rande des Möglichen. Deshalb wird man aber auf kurz oder lang die Kapazitätsgrenze von 100 wieder erhöhen. Und dann sind die Slots aber immer noch rar. Also muss man größere Flugzeuge einsetzen. Und das ist das, was Timothy Clark halt gesagt hat. Freunde der gepflegten Vielfliegerkunst, ihr werdet es bereuen, dass der Flieger weg ist. Lang und breit hatte ich über das Dreamliner-Debakel berichtet. Qualitätsprobleme hier, FAA da. Und ihr wisst ja, was da alles los war. Thematisch ist das natürlich ein Riesenthema. Und ist gelöst worden, Gott sei Dank. Letztes Jahr, glaube ich, war das, da ist der Flieger der letzte ausgeliefert worden. Und, vorletztes Jahr, Oktober 2020, kann nicht zählen, wir sind ja schon 22. Und dann hat man halt die Mängel versucht zu beseitigen. Und am Montag hat die FAA endlich gesagt, ihr dürft das Ganze machen. Man hat ja schon spekuliert, dass Lufthansa den Flieger im August bekommt. Intern wird jetzt von September geredet, weil es natürlich auch Zeit braucht, um so einen Flieger auszupacken, Anführungsstrichen, und wieder fit zu machen. Aber die erste Übergabe hat stattgefunden. American Airlines hat gestern am Mittwoch, am 10. August, in South Carolina, in Charleston, die erste Boeing 787-9 nach dieser, nennen wir es einfach mal Zwangspause, eingeflottet. Und die Seriennummer ist 66000 und die Registrierung der Maschine ist November 880BJ. Oder wie ich immer zu sagen pflege, November 880 Bravo Juliet. Wird in den Liniendienst nach den nächsten Wochen dann eingegliedert werden. American besitzt derzeit schon alleine 25 787-8er, 22 aus der -9er Serie. 42 Exemplare sind da noch geordert. 2023 sollen 4 weitere kommen, 2024 12 Stück, 2025 9 und 2026 4, 2027 nochmal 5 Stück. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wer bekommt denn noch welche? Tada, habe ich auch für euch. Und zwar ist es so, dass das grüne Licht natürlich das Karussell anschmeißt. Etihad und Lufthansa sind ganz, 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 ganz weit am Start vorne. Und welche Kunden Boeing überhaupt noch hat bei den Dreamlinern, gucken wir uns doch einfach mal das Orderbuch an. Juni sind offene Bestellungen für den Dreamliner 476 Stück, 39 787-8er. 316 787-9er und 121 787-10. Unter den Kunden sind 30 Fluggesellschaften, die jeweils 20 Flugzeuge direkt bei der Boeing gekauft haben. All Nippon hat 20, 8 787-9er, 12 787-10er. Korean hat 20, jeweils 10 von dem 8er und von den 10er. Qatar Airways 23 von den 9ern. American Airlines hatten wir schon. Emirates hat 30 Stück, Etihad hat 32 Stück. Bei Emirates waren es alles nur 787-9er, bei der Etihad sind es aber 11 787-9er und 21 787-10er. Und die Lufthansa, Drumroll, 32 787-8er. Natürlich gibt es auch Leasingfirmen, das sind halt alles direkte Käufe, können weitere via Leasing oder andere Finanzierungsmodelle bei American Airlines dazukommen. Man muss das immer so sich anschauen, weil wenn man sich das bei den Leasingunternehmen guckt, bei AeroCap oder bei den anderen Lease Corporation, dann Avalon ist, glaube ich, Make-up, ne? Ich weiß gar nicht, ich komme immer auf Make-up, wenn ich an Avalon denke. Das sind ja die besonders betroffen sind von der Thematik mit Russland. Die haben da Abschreibungen. Jetzt muss man halt gucken, welche der Flugzeuge von denen für die Russen bestimmt waren und sie nicht ausliefern dürfen. Also insofern
interessantes, spannendes Thema. Gibt halt einige Flugzeuge, die auch noch ohne Hinweis sind, wem sie gehören werden. Über 65 Stück, die ungenannt sind. Eine Fluggesellschaft, die in letzter Zeit Wellen schlägt, ist Arabesque. Das ist zumindest der Projektname. Und drei Gründer arbeiten am Aufbau einer reinen Business-Class-Airlines mit einer 321er-Flotte. Und wo soll das entstehen, wenn nicht in Dubai? Natürlich, und die Airline hat einen VIP-Anspruch. Das Produkt hat halt den Arbeitstitel Arabesque, will 16 Airbus A321neo in der Business-Class-Bestuhlung betreiben. Es gibt drei Gründer, der Airline-Chef Tero Taskila, der ist übrigens Chef von Estonian Air gewesen, war übrigens auch bei Air Baltic als CTO, also auf jeden Fall auch im C-Level. Und er war dann auch mit Strategiechef Max Niloff zusammen, der zuletzt im Verkauf und Marketing von Boeing tätig war. Interessant, dass wenn er bei Boeing tätig war, bei Airbus kaufen will. Performance-Chef ist Sascha Feuerherd, der beim Airline-Dachverband IATA beschäftigt war. Jetzt gucken wir einfach mal, was da für Details rausgekommen sind. Man möchte die Flugzeuge am Anfang leasen. Zwar gäbe es auch gute Konditionen, die zu kaufen, aber die angebotenen Lieferslots sind halt einfach zu lang für das Flugzeug. Man möchte die Flugzeuge mieten und nächstes Jahr mit Möglichkeiten zum Kauf beschäftigen. Jetzt gehen wir mal einfach in die Details. Start soll Ende 2022, Ende 2023 sein. Man will mit zwei A320 Neos starten. Der aktuell geplante Liefertermin ist das erste Quartal 2023, wenn alles perfekt läuft. Ja, aber dann kann ich ja nicht 2022 starten. Also merkt man schon, ne? Das 2022 ist ein ehrgeiziges Projekt, wie man meint. Man befindet sich immer mit Arabesque zwar auf dem besten Weg, dennoch musste alles perfekt laufen. Ungewöhnlich für den Start ist, dass die neue Fluggesellschaft nicht nur ein Luftverkehrsbetreiberzeugnis haben. Die haben also keinen Air Operator Certificate oder wie wir es nennen, AOC. Man ist jetzt dabei, zwei dieser AOCs zu beantragen. Wo das passiert, will man aber nicht verraten. Man hat auch die erste Basis ausgewählt und das ist auch Geheimnis. Also so viel soll es sein. Man möchte ein Netzwerk mit 60 Langstreckenrouten bedienen. Die Flugzeuge sollen daher in der Reichweiten starken Variante LR sein, also als Long Range, nicht als Extended Long Range, weil die XLR natürlich noch ein bisschen braucht bei Airbus. Und das Interessante ist, dass die Airline wirklich ein Motto hat, was Reinventing Long Haul, Reinvigorating Luxury. Also ja, also im Prinzip will man Luxus neu beleben und damit die Langstrecke neu erfinden, wenn man es jetzt frei interpretiert. Was haltet ihr davon? Sagt ihr, dass eine Fluggesellschaft Sinn macht ab Dubai? Ja, okay, aber da ist ja Emirates als Platzhirsch, also schwierige Geschichte, ambitioniert, bin gespannt, was da klappt, weil mit Estonian Air war er ja auch jetzt nicht erfolgreich, der Kollege, aber so ist es einfach. Inflation ist auch so einfach im Moment, da können wir leider nichts dran machen. Die Inflation, die wir haben, Bereiche, die wir nicht beeinflussen können, werden natürlich erreicht, aber jetzt gibt es natürlich auch eine Flughäfeninflation und diese Inflation ist einfach so weitergegeben worden, zum Beispiel von der Fraport. Die Fraport sagt ganz einfach, ab 2024 wird ab der Preisschraube gedreht, weil vorher sind alle Verträge irgendwie fix. Die zeitversetzten Gebührensprünge dürften Lufthansa und Condor dann aber knallhart einholen. Denn die Inflation geht am Flughafen nicht vorbei. Und das sagte auch Fraport-Finanzvorstand Matthias Zieschang. Er sagte, wir sind von der Inflation betroffen. 70% unserer Aufwendungen sind Arbeitskosten. Höhere Löhne bedeuten für uns steigende Kostenbelastung. Da ist genau das, was Mario sagte, Lohnpreisspirale. Ne? Ihr merkt, auch Mario hat recht. Und man hat natürlich die Marktmacht, die steigenden Kosten über höhere Entgelte an der Nachfrageseite weiterzureichen. Und dazu ist man auch fest entschlossen. Das hat man dem Markt bereits signalisiert. Das sind wieder euphemistische Worte. Man hat etwas signalisiert. Nein, ihr habt es knallhart gesagt. Also insofern, ich habe nichts signalisiert, sondern Preiserhöhung. Hier, so wie bei Lufthansa auch auf der Seite. Sie wundern sich, warum der Preis so hoch ist.
Ja, in einem einfachen Verfahren mit dem Faktor 0,9 wird er einfach multipliziert und dann wird man mit einer 8%igen Gebührenerhöhung starten. Ganz einfach. Und bei Lufthansa ist die Gebühreninflation erst 2024 mit voller Wucht zu erwarten. Warum? Ganz einfach, weil es gibt einen Versatz um ein Jahr. Dauerhaft gibt es aber mehr Selbstzahler, heißt also, man rechnet mit steigenden Passagierzahlen und damit kann man dann so etwas als Marktmacht nennen. Der bisherige Mix aus 30% Geschäftsreisen, 70% Selbstzahlen werde dauerhaft eher bei einem Verhältnis 20:80 sein. Also da sind die Geschäftsreisenden dann abgehauen. Was wollen wir noch sagen? Warnstreik. Das ist genau das Thema Lohnpreisspirale, was ich sagte. Da ist die Swissport in München keine Ausnahme, kein Außenseiter. Die wurden von der Verdi bestreikt gestern. Spontan zwischen 10 und 15 Uhr hat man dort die Arbeit liegen gelassen. Betroffen waren dann auch Flüge von der Lufthansa Group, die dann gestrichen werden mussten. Air Dolomiti, Cityline, Eurowings, unter anderem ging es nach Palma de Mallorca, Florenz, Turin, Bologna, Zürich, Stuttgart und Dresden, so der Flughafensprecher. 36 Starts und Landungen sind annulliert worden. Man verlangt mehr Lohn, 19% in den unteren Lohngruppen, Einstiegsgehälter 13 Euro, wir kennen den ganzen Spaß. Und laut Flughafen bedient das Unternehmen, und zwar Swissport Losch, und deshalb bin ich auch mit denen geflogen, ich glaube, als ich mit Andrew Mitty unterwegs war oder sowas, auf jeden Fall, ich erinnere mich, dass vorne auf dem Bus das stand, zwischen 35% und 40% der Flugbewegungen. Nachdem wir ganz atemlos sind, ich zumindest von meiner Seite aus, muss ich euch eine gute Nachricht bringen und noch eine zweite gute Nachricht bringen, bevor wir aufhören mit der heutigen Folge, weil wir nähern uns wieder der 20 Minuten. Ich weiß gar nicht, warum ich so viele Themen immer für euch finde, aber ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Und zwar hat man natürlich in New York den Flughafen Terminal 1 verbessert, JFK, und man hat den Flughafen für 9,5 Milliarden Dollar einen neuen Terminal One gebaut. Und dieser Flughafen Terminal One wird jetzt besiedelt und LOT Polish Airlines will, wenn die Konstruktionsarbeiten, in Englisch heißt es ja Construction, also Bauarbeiten wäre die richtige Übersetzung ins Deutsche, in dieses Gebäude einziehen. Also 2026 bis 2030 sogar. Und das wird das größte Terminal sein in New York und natürlich State of the Art, also das Feinste, das Beste, das Geilste, was mit Cutting-Edge-Technology gibt. Und man will auch einige Amenities, also für uns einige Goodies bereithalten. Ich bin auch schon gespannt. Deshalb ist es, soll es sein, dass dieser ein World-Leading-Airport-Terminal wird. Sind wir mal gespannt, ob es 5 Sterne Skytrax werden. Ja, was wollen wir dazu sagen? Wir wollen ganz einfach sagen, dass dieser natürlich 10.000 Jobs macht und bla bla bla. Aber was das Spannende ist, ist halt, dass die LOT neuer Anchor oder einer der dritten Anchor Airlines sein wird. Und zwar ganz einfach, Air France, Etihad Airways und LOT haben diesen Status als Anchor Airlines im Terminal One. Also als quasi als Ankerkunde, wenn man so will. Und man hat damit eine größere Sichtbarkeit der eigenen Brand. Man hat auch Operation und Check-in-Desk, die Starlines-Mitglieder werden sich da freuen. Es wird ein 2-stöckiges Lounge-Angebot geben als Flagship-Lounge, Business-Lounge natürlich bei der LOT, weil sie keine First Class haben. Aber es ist natürlich eine der ältesten und auch eine etwas der kleineren Fluggesellschaften. Deshalb ist es in meinen Augen überraschend, dass sie das gemacht haben, aber sie wollen weitermachen nach dem turbulenten Jahr. Was wollen wir noch sagen? Sie haben delicious food and beverages, reclining seats, high-speed Internet. Also, es ist ein rustikales Produkt, Leute. Also, es tut mir leid, ich finde dieses Marketing-Sprech immer so geil, da muss ich immer lachen. Aber an dieser Stelle sei gesagt, es ist rustikal, es ist gut für den Preis. Also, pun intended oder hier irgendwelche Schmerzen oder sowas. Aber ich weiß, ihr werdet ja direkt wieder drunter schreiben. Ich finde das Produkt gut, aber ich finde es rustikal. Also insofern.
Ja, was soll man denn sonst noch machen? Ja, na, man hat sich ja da jetzt gefeiert und man ist auch happy. Warum? Ganz einfach, weil man nach JFK schon seit 50 Jahren fliegt. Seit 1973. Der Maidenflug, also der Erstflug von New York nach Warschau, war als 007 geschedult. Das heißt also, das war Lima Oscar 007. Und warum? Ganz einfach, weil man eine Hommage an James Bond macht. Live and Let Die. Das ist das Thema. Und ich bin gespannt. Also ich finde die Fluggesellschaft gut, ich finde LOT gut. Sie sind ja bei Miles & More, gibt Honmine, gibt alles. Im Moment sind sie natürlich im Terminal 7. Ich finde die neue Lounge tipptopp. Und ich bin mal gespannt, was es da für Gadgets im Terminal gibt und was uns da erwartet. Jetzt wollen wir noch ein bisschen auf die Tube drücken. Und zwar haben wir diesen Deal. Da gibt es einen Deal von Air Portugal, habe ich fast gesagt, TAP heißen sie. Take another plane. Air Portugal wäre auch ein guter Name. Vielleicht sollte man eine Fluggesellschaft gründen, Air Portugal. Nichtsdestotrotz gibt es da einen Deal. Der Deal ist übrigens nicht von Portugal, sondern von Madrid. Hohoho. Also wer aufgepasst hat am Anfang, hat es gemerkt. Madrid ist es. Von Madrid geht es dann nach Porto und von Porto dann nach Miami. Und dieser Flug kostet 1.190 Euro. Buchbar ist der ganze Flug, wenn man einfach vor dem 13. Juni 2023 gebucht hat und vor dem 13. geflogen ist, also komplett das Ticket gemacht hat. Der Flug, was ist nicht erlaubt, 15. Juli bis 31. August oder 15. Dezember bis 9. Januar. Und die Tickets müssen ausgestellt werden vor dem 1. September. Buchungsklasse ist J. Preis hatte ich genannt, 5 Tage oder halt von Samstag auf Sonntag die Nacht. Ein freier Stopover ist erlaubt. Cancellation für die Bude kostet 200 Euro als No-Show oder Refund. Charge sind 250 Euro für Reissue. Charge 330 für No-Show. Das ist, wenn ihr da was ändern wollt oder nicht kommt. Meilen gibt es natürlich auch. Meilen für den Flug. Wenn ihr bei Miles & More sammelt, da gibt es fast die meisten Meilen mit 20.596, mit Air China 18.000 bisschen, Copa auch 17.872, Air India Avianca ebenfalls, das ist eine ganze Latte, selbst die SAS hat 17.872. Bei Turkish Airlines gibt es nur 13.402, also 13.402 Meilen. Aber Warnung an dieser Stelle, Air New Zealand, Hainan, TAP und South African, zero. Also, wenn ihr dort bucht, nicht dort sammeln. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff in der heutigen Folge. Einfach nach links und rechts schauen, wenn ich nicht durch die Straße überquert, sondern wenn es zum Stammtisch kommt. Einfach schaut uns an, redet mit uns, geht in den Dialog. Wir freuen uns, abonniert den Kanal, macht die Glocke an, lasst ein Like da und kommentieren. So, jetzt ist aber auch Schluss für heute. Morgen dann in München. Werden wir uns sehen. Bis dann. Ciao.